Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horse Life und somit auch zu einer neuen Woche. Ja, willkommen zurück in den Staaten. Ich habe mir natürlich dann den Mustang ausgesucht. Das heißt, ich habe nur noch auf das grüne Häkchen geklickt. In der Box kann man jetzt wechseln zwischen Ramiro und unserem Mustang. Aber wie gesagt, ich möchte gerne den Mustang nehmen. Aber zu ihm müssen wir jetzt natürlich erstmal eine Bindung aufbauen. Das heißt, ich muss ihm jetzt erstmal das Maul mit Äpfeln vollstopfen, damit er uns mag. Und dann müssen wir ihn auch noch füttern und dann können wir irgendwann mal wieder an Reiten denken. Das sind jetzt zuerst mal die wichtigen Dinge, die anstehen. Düm, düm, düm. So, das Problem ist jetzt halt, das ist jetzt wieder unheimlich viel, dass ich ihn füttern muss hier mit Äpfeln oder streicheln muss. Denn mit einem Mal bekomme ich ja nicht alles voll. Das heißt, ich weiß es nicht, ob ich jetzt komplett die Zuneigung schon fülle. Oder ob ich das erstmal in der ersten Folge so ein bisschen schleifen lasse und das vielleicht im Off dann noch auffülle. Damit wir hier einfach nicht so ultra lange dann dranhängen. Aber einmal wollte ich das definitiv machen, weil wir auch schon länger nicht mehr gemeinsam auf der Weide gewesen sind. Und ich dachte, das ist doch jetzt eigentlich mal eine ganz gute Gelegenheit dazu. So, Mampf, Mampf. Okay. So, Leiste ist voll. Ja, das wissen wir. Das hat uns unser Onkel genauso auch mal gesagt. Ja, die Zuneigung könnte besser sein, aber gut. So, bekommt er erstmal Hafer. Also so ein ganzer Trug voll Hafer, dann wird das Pferd durch die Decke gehen vor Energie. Ein bisschen unrealistisch, aber okay. So. Ja. Okay, wollen wir mal gerade noch gucken, was es im Laden gibt. Vielleicht finden wir da... Oh. Das war, genau, das war ja auch ein anderer. Nee, fürs Pferd wollte ich gucken. Oh, der ist ja schön. Das sieht eigentlich gar nicht aus wie ein Dressursattel, aber den kaufen wir mal. Eine lila Satteldecke. Das ist violett? Das ist doch nicht violett. Aber die könnte eventuell was aussehen. Auf ihm, das ist eher so ein rosa Ton. Ja, es könnte... Oh, die nehmen wir mal, die blauen. Wir testen das einfach mal auf ihm. Ohrnetz irgendwie, weiß ich nicht. Bin ich da nicht... Also im echten Leben mag ich Mützchen total gerne. Aber beim Pferd hier in dem Spiel irgendwie nicht so. Das ist die Violette. Ja, die sieht gar nicht schlecht aus auf ihm. Gelb finde ich auch nicht schlecht, aber die hier gefällt mir irgendwie besser. Oh, nee. Die finde ich aber ganz schlimm. Die finde ich passen nicht zum Rest. Dann mach mal lieber gar nichts. Das Mützchen, ja, lassen wir. Lassen wir und machen wir... Das ist der... Ach ja, doch, hier sieht er deutlich höher aus. Was nehmen wir denn mal? Was nehmen wir denn mal? Wir nehmen den hier. Das sieht doch gut aus an dem Mustang, finde ich. Gefällt mir. Warte mal, jetzt hätten wir auch noch unser Outfit mal ändern können. Wenn wir schon den Ort wechseln, dann können wir auch mal hier. Wir bräuchten... Guck, wir haben sogar so einen, so einen Cowboy-Hut. Wollen wir den mal aufsetzen? Heller Lederhut. Warte mal, haben wir dafür... Wir bräuchten... Wir haben keine braunen Handschuhe. Die Handschuhe sind jetzt vielleicht nicht unbedingt so der Brüller. Ach komm, wir bleiben lieber beim Helm. Der Helm ist sicherer. Aber das Outfit können wir ja mal so wechseln. Alles klar. Wie gesagt, wir kommen schon einmal damit klar. Was müssen wir denn jetzt machen? Haben wir noch Springtraining oder können wir schon alles machen? Springen können wir noch nicht machen. Dressur könnte man schon... Okay, das heißt, wir müssen das Springtraining noch machen, ne? Ja, Springtraining. Gut, dann das Springtraining. Sieht aus, als ob du toll in Form wärst, Cuddy. Ich habe ein Training organisiert, damit du keine Schwierigkeiten mit zwei dicht aufeinander folgenden Stallsprüngen hast. Viel Glück! Ich werde dir zusehen und bin da, falls du mich brauchst. Alles klar, ja, dann fang mich mal auf, falls wir runterfallen. Dann wollen wir mal. Ach, das ist hübsch. Das ist schön. Das Pferd hätte ich gerne von Anfang an gewählt. Aber naja, gut. Ja, jetzt können wir ein bisschen beschleunigen. Und zurück im Tempo, jawohl. Also komm, als ob wir das nicht sowieso schon geritten wären, so auf diese Art und Weise.
Das geht doch alles hier. Ja, wunderbar. Gut gemacht, das war prima. Jetzt können wir auch am Springen teilnehmen, alles klar. Ich würde aber sagen, erstmal machen wir wieder die Dressur. Rocky Mountain Dressur. Rocky Mountains sehen aber eigentlich anders aus, aber gut. Rocky Mountains ist jetzt eigentlich eher so eine Waldlandschaft. Oben drauf Schnee in West Virginia. Wenn mich nicht alles täuscht. Wie auch in dem Lied Rocky Mountain... Country Roads. Von ursprünglich John Denver besungen. Von vielen gecovert. Kennt ihr bestimmt. Country Roads, take me home to the place. Du, du, du. Ich kann halt nicht singen, aber... West Virginia, Mountain Mama. So, irgendwie geht das. So, Terre à Terre haben wir geübt. Letzte Folge. Da habt ihr geschrieben, sieht so ein bisschen aus, als ob das Pferd bocken würde. Das ist tatsächlich so ein bisschen so, wie wenn das Pferd, wie wenn man das krass antreibt und es hat so ein bisschen wie, als ob es sich selber noch so ein bisschen heiß hüpfen würde, bevor es losschießt. Oder wenn es so ein bisschen vor irgendwas, ja, wenn es einen so ein bisschen verarschen will, auf gut Deutsch gesagt. Da erinnert mich das auch so ein bisschen dran. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Uhr wir hatten, wie lange ich schon aufgenommen habe, als wir angefangen haben in der Dressur. Es hätte mich jetzt auch mal interessiert, wie lang diese Dressurprüfung hier ist. Ah, schön weiter, weiter, weiter. Jawohl. Und nochmal Terre à Terre. Ich mag wirklich die Farbe vom Sattel und von den Bandagen, beziehungsweise Gamaschen sind es ja. Von der Satteldecke und von den Gamaschen finde ich sehr, sehr hübsch zu dem Pferdefell. Muss ich wirklich sagen, es ist so ein bäriger Ton, gar nicht unbedingt so violett. Violett würde ich eher mit so einem Lila verbinden. Oh Gott, das ist aber lang hier. Das geht aber auf die Gelenke. Huhuhu. Ja. Fein und weiter traben. Das ist jetzt nochmal... Entlastet nochmal das Pferd. Oh, ich finde nach wie vor den Galopp so schön. Geschlossenes Stehen wird hier auch abgefragt. Genau, die Wettkämpfe, die uns jetzt auf die Weltmeisterschaft vorbereiten. Wie hieß die nochmal, die hier auch mit uns startet? Melanie war es ja in den heimischen Gefilden. Jetzt habe ich den Namen ganz vergessen von dem Mädel, was wir hier begegnet sind. Was ja deutlich sympathischer bislang schien. Und wenn ich mich richtig zurückerinnere, war das Mädel auch deutlich sympathischer als unsere heimische Melanie. Der spanische Schritt. Ah, oh, sieht so schön aus. Wobei ich ja wirklich immer noch am... Ich bin wirklich in dem Spiel am meisten der größte Fan von der... Die Passage finde ich sehr, sehr schön. Und den Arbeitsgalopp finde ich auch unheimlich gut getroffen. Jawohl. Sehr schön. Jawohl. Weiter so, weiter so. So ist perfekt. Oh, ein Jumbett. Betteln. Jumbetteln. Oh, das ist so ein schönes Pferd. Das ist so ein schönes Pferd. Und nochmal Jumbett. Nein, ich hab... Ah. Ich hab meine... Ohne Witz jetzt. Ich hab meine Hand gerade zu blöd auf die Maus gelegt. Zu fest. Und hab direkt die linke Taste mitgedrückt. Wie ärgerlich. No. Ich hoffe, das reicht noch für einen guten ersten Platz. Ansonsten müssen wir das nochmal machen. Ich will die Dressur nicht nochmal machen. Okay, jetzt darf mir kein Fehler mehr unterlaufen. Das wäre eben ein Schwachsinnsfehler. Bislang habe ich Fehler aus Unkonzentriertheit gemacht. Das wäre jetzt gerade eben echt ein Schwachsinnsfehler. Ja, ich meine, haut ihr auch mal so auf die Maus drauf, dass ihr direkt alle Tasten gleichzeitig drückt? Ja, bei mir kommt das schon mal vor.
geht ja mein Lüftchen im Hintergrund. Wow. Hört mal so richtig die Böen durchrauschen. Ah, guck mal, wir waren hier vor allen Dingen fast fertig, oder? Ja. Ah, wie blöd. Ja, wie ist es denn jetzt gelaufen? 98 Punkte. Puh, damit haben wir noch gewonnen. Du warst klasse. Wirklich, heute warst du viel besser als ich. Ich werde gleich weiter trainieren für die Revanche. Ja, sie ist deutlich, deutlich angenehmer im Umgang, im Menschlichen. Okay, genau, das haben wir alles. Ja. Ja, das wissen wir auch. Und jetzt ist schon wieder ein Tag vorbei. Huhuhu. Morgen haben wir viel zu tun. Ja, müssen wir jetzt... Steht hier nochmal ein Austritt an? Ich weiß es nicht. Müssten wir die hier machen? 6 Rennen haben wir hier. Oh, jetzt habe ich eins gestartet. Das war aber doch das, was wir schon gemacht haben. Nein! Njam. Das haben wir doch schon gemacht. Ich bin doch auch blöd. Jetzt habe ich hier wieder... Ja. Ich war die ganze Zeit da. Ihr Lieben. Ja gut, dann würde ich sagen, vielleicht waschen wir jetzt das Pferd einfach nochmal. Dann geht es ihm auch nochmal ein bisschen besser, weil jetzt noch großartig mit was anderem weiterzumachen. Aber ihr hattet mir, glaube ich, sowieso gesagt, dass die Ausritte sowieso in der Reihe nach irgendwie drankommen, storytechnisch. Das ist wirklich eine Sache, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das ist so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Da schnarcht der Hund hinter mir. Das war tatsächlich zum Release. Das heißt, es ist jetzt tatsächlich 8 Jahre her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Oh Mann, ich bin so alt. Oh je. So, jawohl. Und ja, es ist mir auch aufgefallen, dass die Mähne kurz ist, wenn man sein Pferd wäscht. Und ich verstehe es auch nicht so ganz. Wir sagen einfach mal... Hey, ganz ruhig. Wir sagen einfach mal, wir haben die Mähne jeweils auf die andere Seite rüber gekämmt, um Platz zu haben, das Pferd abzuspritzen. So. So. Jetzt glänzt aber wieder unser Mustang. Wunderbar. Gut, aber ihr Lieben, ich würde auch sagen, das war's für diese Folge. Ich werde mich bis zum nächsten Mal darum kümmern, dass es immer wieder besser geht. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.